EM, WM, CL. Diese drei Titel will ich heute nur mit deutschen Jugendspielern gewinnen. Aber es gibt da ein Problem. Denn für jede Position darf ich nur einen Monat lang suchen. Wir starten auf der Stürmerposition. Ich muss also jetzt hoffen, dass hier ein guter mit dabei ist. Aber so gut wie Patrick Ziegler damals war leider keiner. Ich hoffe, er findet heute aber seinen würdigen Nachfolger. Also das sind die drei besten Spieler hier aus dem ersten Scout-Bericht. Ja, am Anfang haben wir übrigens keinen einzigen deutschen Spieler hier mit dabei gehabt. Und das, obwohl wir hier in Deutschland spielen. Hier wollen wir natürlich auch später alle Wettbewerbe gewinnen. Und dafür brauchen wir natürlich einen guten Spieler, der ungefähr so viele Scorer-Punkte macht wie auch Pino. Also Jeremy Pino, der im vorletzten Video einfach 768 Stück gemacht hat. Das wird von diesen jungen Spielern aber, glaube ich, keiner schaffen. Jetzt haben wir hier aber einen richtig guten 63er Gesamtstärke, 91er Potenzial. Ab ins Team mit dir. Mit ihm will ich hier natürlich spielen. Das ist direkt die allererste Aktion, die Nummer 24. Macht auch direkt den Treffer. Perfekter Einstand. Wir haben unseren neuen Stürmer gefunden. Der ist übrigens Linksfuß. Ja, bevor Baumann hier ein zweites Mal treffen konnte, hat direkt nochmal ein anderer Spieler hier getroffen nach dem Eckball. So, jetzt nochmal der Versuch aus der Distanz. Okay, an den Distanztoren, da müssen wir noch arbeiten. Wir versuchen es aber jetzt mal mit dieser Aktion. Mal hier an, legt den auf seinen starken Fuß und der geht rein. Was für ein Traumtor hier von Marty Baumann. So, Spieler Nummer 1 haben wir, dann brauchen wir noch 10 weitere. Und Max Martin, der wird später wahrscheinlich sein Backup. Und damit er sein Potenzial nicht verliert, wird er erstmal freigegeben. Genauso wie die anderen Spieler hier. Und jetzt geht's hier weiter mit den Flügelspielern. Da brauchen wir direkt 2 in der Startelf. Ja, hier müssen wir gar nicht so lange suchen. 1,2 Millionen. Und dann bekommen wir wahrscheinlich einen noch besseren 63er Gesamtstärke, 94er Potenzial. Also Pino Abonento, der liefert hier so richtig ab. Ich bin schon gespannt, wie die gleich performen. Aber wir gucken natürlich noch auf die anderen beiden Scouts. Paul, Daumen von hoch. Damals die Diamanten in Minecraft gesucht und jetzt auf dem Fußballfeld. Ja, der Daumen geht bei ihm aber nicht so weit hoch bei den Jugendspielern. Das ist der Beste. Und das ist übrigens schon Jugendspieler-Video Nummer 40. Kommt immer richtig gut bei euch an, macht richtig Spaß. Und wenn ihr das hier weiterhin sehen wollt, dann lasst auch heute einen Daumen nach oben da. Lasst uns hier die 1000 packen für ein weiteres Jugendspieler-Video. Also auch abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und jetzt habe ich, glaube ich, keinen guten Jugendspieler hier verpasst auf den Flügeln. Ja, der Spieler ist aber gar kein Flügelspieler. Das werde ich aber natürlich ändern. Also mit der Gesamtstärke und dem Potenzial muss er gesetzt sein. Ich würde sagen, auf dem rechten Flügel, entscheide ich aber mal nach Gefühl. Mal gucken, wen ich hier in-game einfach besser finde. Okay, das ist schon mal Werner. Der geht vielleicht sogar hoch, wenn er gleich hier auf dem Flügel trainiert wird. Und das ist Schmitz. Ja, der sieht so ein bisschen korpulenter aus, um das hier schön auszudrücken. Ah, was ist denn hier los? Baumann startet diesmal nicht ganz so spektakulär ins Spiel rein. Guck hier direkt mal auch auf die Playstyles. Technikraserei, das gefällt mir schon ein bisschen besser. Also Schmitz hier auch ein bisschen langsamer, fühlt sich auch viel, viel langsamer an. Ja, ich glaube, die Entscheidung fällt hier auf Werner, der das hier mit diesem Treffer auch direkt mal feiert. Für Werner gibt es jetzt natürlich die Positionsumwandlung. Und dann ist der Unterschied hier auch nicht mehr ganz so groß. Und beim Rest, wisst ihr, was passiert? Die landen hier auf der Wunschliste. Da verfolgen wir natürlich auch, bei welchen Clubs die landen. Und ein paar kommen später dann natürlich wieder zurück. Und die Scouts, die kommen jetzt natürlich auch wieder direkt zurück. Denn wir suchen jetzt nach zentralen Mittelfeldspielern. Aber davor sehen wir hier einmal noch die Umwandlung. Und auch dieser Spieler ist hier wieder 17 Jahre alt. Das habe ich jetzt mal eingestellt in der Hoffnung, dass dann direkt bessere Jugendspieler kommen. Denn wir wollen natürlich so schnell wie möglich ganz nach oben. Und mal gucken, ob wir jetzt auch mal einen Rechtsfuß bekommen. Gesucht ist der neue Toni Kroos. Nur, dass er diesmal auch komplett in Deutschland bleibt. 87er Potenzial hier im ersten Scout-Bericht. Und direkt zum Start hier auch im zweiten. Und der zweite hat hier noch mehr auf Lager. 91er Potenzial, 92er Gesamtstärke. Ein Müller muss natürlich auch mit dabei sein. Ja, im letzten Scout-Bericht bekommen wir nochmal diesen Spieler mit 1,8 Millionen. Das große Problem ist aber hier das Potenzial. Das ist bei diesen beiden Spielern ein bisschen besser. Aber komm, ich würde sagen, ich versuche ja sowieso schon ein paar Sachen hier anders zu machen in dem Video. Wir werden uns hier mal auf das dynamische Potenzial verlassen. Und hier natürlich auch. Wir hoffen nicht, dass es runtergeht. Auf der Position lasse ich mich vielleicht mal ein bisschen überraschen. Auch Gameplay. Mäßig. Das gucken wir uns dann erst später an. Da kann es natürlich auch noch mehr Umentscheidung geben. Aber fürs Erste ist das erstmal das Duo auf der ZM-Position. Ja, und die Gesamtstärke hier auf der ZM-Position, die ist so lala. Wird Zeit, das zu ändern. Also Becker wäre da, glaube ich, auch ziemlich gut aufgehoben mit 78 Dribbling. Und ja, ich sehe es hier gerade, der hätte da eine 69er Gesamtstärke. Und auf der Position würde er wahrscheinlich auch mehr Scorer-Punkte sammeln. Ist also wahrscheinlicher, dass er da hochgeht. Und das heißt für mich, dass ich jetzt nicht auf der ZM-Position suche, sondern als Nächstes hier nicht auf der Torhüter-Position. Position, die wird auch noch extrem wichtig. Aber jetzt machen wir erstmal die Innenverteidigung. Aber ganz kurz müssen wir hier noch auf der ZM bzw. ZOM-Position bleiben. Denn da wird unser bester Spieler noch besser. Und das heißt, dass wir uns die Frage, die wir uns eben schon gestellt haben, nochmal stellen müssen. Welchen von diesen beiden Spielern wollen wir in die Startelf holen? Ja, ein paar Statistiken habe ich hier durchgeguckt. Beide wären besser auf dem Flügel aufgehoben. Ich glaube, auch hier mache ich das Ganze nach dem Gefühl und zwar in-game.
Wir gucken uns das nochmal hier als Trainer an. Richter hat natürlich den Vorteil, dass er jetzt die bessere Gesamtstärke hat, plus noch Linksfuß ist. Ja, Beck und Becker würde sich natürlich cool anhören. Und zu Becker, zu dem kommen wir jetzt auch direkt. Der schießt jetzt hier nämlich die allererste Ecke. Mal gucken, wie das hier ausgeht. Ja, das nächste Traumtor sehen wir hier leider nicht. Richter habe ich aber gerade einfach mal vertauscht. Beziehungsweise Becker habe ich vertauscht. Keine Ahnung. So, sorry. Mit dem Namen komme ich da ein bisschen durcheinander. Sascha Beck, wir sehen uns vielleicht später wieder. Ja, das mit dem Spielertesten, das hätte ich auch professioneller ablaufen können. Mal gucken, wie das auf der nächsten Position hier aussieht. Wir suchen also jetzt hier zwei richtig gute Innenverteidiger. Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Denn wir wollen da natürlich auch noch gute Backups haben. Aber der erste Scout-Bericht ist bis auf diesen Spieler hier eine richtige Enttäuschung. Der liefert dafür aber so richtig ab mit 2,2 Millionen an Marktwert. Und der zweite Scout, der ist hier leider nur so mittelmäßig unterwegs. Also liegt die komplette Hoffnung jetzt hier im letzten Scout, dass wir da noch einen zweiten richtig guten Innenverteidiger bekommen. Sowas in die Richtung von einem 81er Potenzial, das will ich eigentlich nicht nochmal versuchen. Okay, das sieht hier gerade echt überhaupt nicht gut aus. Ja, auf der Innenverteidigerposition, da könnte es Probleme geben. Mal gucken, wer da der zweite Spieler sein wird. Also eine Entscheidung, die können wir schon mal ganz locker treffen, auch wenn das Potenzial nicht ganz perfekt ist. Aber Valentin Wagner wird unser Abwehrchef. Ja, und jetzt macht es eigentlich nur Sinn, nochmal einen zweiten Baumann in die Startelf zu packen. Oder irgendwie noch diesen Spieler, aber ich glaube, zwei Potenzialpunkte. Ich glaube, dafür muss man jetzt nicht 9 Gesamtstärken runtergehen. Das wird also der zweite Spieler. Und damit steht jetzt hier auch die Innenverteidigung. Bevor wir jetzt auf die Außenverteidigung gucken, werde ich jetzt mal alle Spieler durchgehen und gucken, ob die vielleicht noch eine bessere Position haben. Also eine, wo das Rating so richtig hoch geht. Und bei diesem Spieler wird hier einfach mal eine 66er Gesamtstärke auf der Stürmerposition angezeigt. Also seine Position habe ich mal angepasst. Und auch dieser Spieler ist besser aufgehoben auf einer anderen Position. Kurz in die Verhandlung reingegangen, aber das kann ich mir ersparen. Und ein paar Positionen will ich natürlich auch noch hier lassen, sodass die später Backups werden können. Aber bei diesen beiden Spielern muss ich noch was verändern. Die bekommen jetzt hier neue Positionen. Hätte ich ein bisschen früher machen müssen, damit wir da das Rating-Upgrade auch noch sehen. Aber die sollten sich da viel, viel schneller entwickeln. Jetzt gucken wir hier auf die Außenverteidigerposition, wo wir auch gut reinstarten. Denn Toni haben wir auch mit dabei. Vielmehr aber auch nicht hier im ersten Scout-Bericht. Also eigentlich wollen wir hier schon 4 Spieler irgendwie mit dem 85er Potenzial haben. Das kriegen wir aber nur hin, wenn der letzte Scout hier nochmal abliefert. Der wird jetzt hier auch zum vorletzten Mal losgeschickt. Gleich gibt es natürlich nur noch die Torwartposition. Ja, da brauchen wir dann auch erstmal nur einen Spieler für die Startelf. Für die Außenverteidigung aber natürlich zwei. Einer ist natürlich ganz klar gesetzt, aber auf der anderen Seite sieht es hier mit Nilo Martin ein bisschen schlechter aus, aber ja, 85er Potenzial, die beste Gesamtstärke von den restlichen. Der muss natürlich auch direkt Stammspieler werden. Ja, ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft als jetzt den schlechtesten Spieler in der Startelf. Mit der linken Seite bin ich natürlich mehr als zufrieden. Ja, zufrieden bin ich nicht mit der Spielzeit hier von diesem Spieler. Der hat nämlich auch sehr krasses Potenzial. Hab die anderen Spieler schon freigegeben und jetzt gucken wir noch auf den Torwart. Also neben der Stürmerposition wird das natürlich jetzt hier die wichtigste Position. Okay, der Moment der Wahrheit. Hier brauchen wir nochmal einen richtig guten Spieler. Rein geht's hier in den ersten Scout-Bericht. Ja, erstmal kein guter Start, obwohl zweimal das 85er Potenzial. Aber das ist natürlich hier zu wenig für die Startelf. Wir wollen auch hier das 90er Potenzial haben und das bekommen wir auch. Lennart Walter und der wird ordentlich Marktwert haben. 2,6 Millionen, 65er Gesamtstärke. Und damit können die anderen beiden Scout-Berichte schon mal ein bisschen entspannter angeguckt werden. Und zum Glück ist er auch so früh gekommen, denn am Ende gab es hier nicht mehr so gute Torhüter. Und mit dieser Verpflichtung kann es jetzt natürlich so richtig losgehen. Der letzte Spieler kommt in die Startelf und jetzt soll diese Mannschaft natürlich zur besten Mannschaft der Welt werden. Bin sehr gespannt, denn bei einigen Spielern ist das natürlich nicht ganz abzusehen. Aber bei anderen Spielern sieht das Potenzial dann auch deutlich besser aus. Aber falls hier irgendwas komplett schief laufen sollte, haben wir hier natürlich noch die Wunschliste. Hier sehen wir auch das aktualisierte Rating, zum Beispiel bei dem Stürmer oder ZOM. Und wir sehen auch den ersten Spieler, der hier in die Bundesliga gewechselt ist. Da wollen wir natürlich auch so schnell wie möglich hin. Davor müssen wir aber natürlich erstmal in die zweite Liga kommen. Und jetzt sind wir am Ende der Saison und ich sag's mal so, wir haben noch sehr viel Potenzial nach oben. Aber in der nächsten Saison haben wir dieses Team natürlich auch direkt von Anfang an. Mal gucken, was dann so möglich ist. Trikotnummern habe ich ja auch angepasst. Ja, Baumann natürlich mit den meisten Einsätzen und mit den meisten Scorer-Punkten. Werner aber auch ziemlich gut. Den höchsten Marktwert hat aber natürlich unser ZOM, 72er Gesamtstärke und damit hier auch der beste Spieler im Team. Und ich hoffe, gleich sehen wir, dass ein Potenzial hochgeht. Davor noch ein kurzer Blick hier auf die internationalen Wettbewerbe. Aber von den internationalen Wettbewerben sind wir hier noch ganz weit entfernt und ja, nachdem ich hier ein paar Potenziale sehe, vor allem die der beiden Innenverteidiger, die extrem weit nach unten gegangen sind, sind wir natürlich jetzt noch einen weiteren Schritt davon entfernt. Ja, wir haben hier einfach mal ein 76er Potenzial, hier ein 79er Potenzial, genau wie hier. Das sind drei absolute Horrornachrichten. Also da muss ich natürlich jetzt direkt handeln. Hans Hofmann kommt ins Team. Genauso wie Philipp Hofmann und Julius Graf.
Denn unter 80 Potenzial können wir uns dann doch nicht erlauben. Das ist mir viel zu risikoreich. Vor allem, wenn natürlich Spieler, die hier hinwechseln, also dieser Spieler hier, einfach mal einen 88er Potenzial bekommt. Also ich glaube, davor hatte er einen 85er Potenzial. Also sehr gute Entscheidung, da schon mal zu wechseln. Bei diesem Spieler haben wir dann ein 85er Potenzial. Und bei diesem Spieler auch das 88er Potenzial. Und da wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so viel verlieren, sollten die das dann auch nicht direkt wieder verlieren. Also kurzer Schock hier zum Start der Saison, aber das haben wir perfekt gelöst. Nochmal sollte das aber nicht mehr passieren. Gehen wir rein in die Saison. Und aktuell ist die Mannschaft natürlich noch zu schwach, um jetzt hier bei der Europameisterschaft mitzuspielen. Später werden wir den Kader aber komplett nur mit Jugendspielern auffüllen und da eben gucken, was wir erreichen. Jetzt sehen wir aber, dass die normale Nationalmannschaft erstmal Frankreich hier im Viertelfinale raushaut. Das ist schon mal eine gute Sache. Reicht es hier für das Finale? Nein, leider nicht. Aber ich hoffe, das machen die Jugendspieler dann später natürlich noch besser. Da soll wie bei Spanien hier der Titel geholt werden. Aber jetzt wollen wir natürlich größere Sprünge machen. Wir sind direkt im Januar 2025. Da machen wir aber überhaupt keinen Sprung. 19. Platz, was ist hier denn los? Warum sind wir jetzt mit dieser Mannschaft schlechter als in der letzten Saison? Ja, also entweder der Torwart hat sich verletzt oder der Assistenztrainer hatte irgendwelche Ideen. Ja, und eine weitere schlechte Nachricht. Unser bester Spieler performt einfach mal überhaupt gar nicht. Keine Scorer-Punkte, keine gute Spielbewertung. Potenzial übrigens bei der 81 geblieben. Ja, zumindest liefert der neue ZM hier ab. Aber so richtig überzeugend ist das jetzt auch nicht. Wir gucken mal ans Ende der Saison, ob es da dann besser aussieht. Ja, am Ende geht es noch ein bisschen hoch hier auf den 15. Platz. Aber mit der Mannschaft habe ich mir da schon ein bisschen mehr erhofft. Das Wichtigste bleibt aber natürlich erstmal, dass die Spieler sich hier weiterentwickeln. Und ich glaube, dieser Spieler wird sich auch ordentlich weiterentwickeln. 17 Tore, 4 Vorlagen. Matteo Haas stellt hier Matti Baumann komplett in den Schatten. Und zum Abschluss der Saison gucken wir uns hier nochmal die Transfers an. Mal gucken, ob später da auch ein Jugendspieler landen wird. Also viele haben hier schon einen Verein gefunden. Den richtigen Kracherwechsel gab es bis jetzt aber noch nicht. Und DFB-Pokal gab es hier auch in der zweiten Saison nicht. Gucken wir auf die internationalen Wettbewerbe. Da sehen wir schon mal sehr viel englische Beteiligung. Und das auch im Champions League Finale. Aber der FC Bayern kann das Ganze gewinnen. Aber gut, springen wir wieder zurück in die dritte Liga. So, und ich hoffe, diesmal müssen wir hier keinen Spieler verabschieden. Aufgrund von Potenzial. Oh nein, wir müssen hier keinen verabschieden. Es gibt zum Glück keinen Potenzialabsturz. Hier leider aber auch keins dazu auf der Position. So, auch im Jahr 2026 werden wir die Nationalmannschaft hier noch nicht übernehmen können. Aber dafür übernehmen wir hier gerade die dritte Liga. Jetzt geht es endlich auch in der Tabelle nach oben. Und diesmal spielen wir sogar mit im DFB-Pokal und haben die erste Runde auch direkt mal überstanden. Ja, dann sind wir aber im Elfmeterschießen gegen Schalke rausgeflogen. Da hat unser linker Flügel leider kein Tor geschossen, dafür aber wieder 17 Stück und das direkt schon nach der Hinrunde. Und der ZM ist auch wieder richtig am Abliefern, sogar noch besser als in der letzten Saison direkt jetzt schon. Also das wird eine richtig gute Saison. Und auch am Ende der Saison sind wir hier auf dem ersten Platz, 90 Punkte geholt. Ja, und eine Verletzung sehe ich hier zum Glück nicht. Die Fitness ist jetzt nicht so am Start. Ja, starker Fokus auf Leistung wollte ich eigentlich nur während der Sommerpause machen. Wie immer natürlich wieder vergessen. Und warum ändere ich das jetzt? Jetzt muss es ja wieder umgestellt werden. Ja, das habe ich vergessen. Das Tore schießen, das hat dieser Spieler aber nicht vergessen. Hat jetzt die 80er Gesamtstärke geknackt. 28 Tore, 3 Vorlagen, richtig stark. Der andere Flügel auch noch besser hier als der Stürmer unterwegs. Ich glaube, der hat irgendwann gesagt, ab jetzt nur noch Traumtore. Also richtig gute Saison von uns. Jetzt gucken wir nochmal kurz auf die anderen Teams. Wir sehen den nächsten Titel der Bayern. Und ein englisches Team holt sich diesmal den Titel in der Champions League. Und das ist übrigens jetzt die Nationalmannschaft fürs Jahr 2026. Und wir haben sogar einen Spieler bei der WM mit dabei. Ja, von der dritten Liga in die Nationalmannschaft. Ja, und er geht dann einfach mal hoch auf ein 95er Potenzial. Hier haben wir die 90, hier haben wir die 91. Und die haben wir hier auch auf der Innenverteidigerposition. Also nochmal ein Upgrade. Was nach der Saison auch zu erwarten war, hier geht es nicht hoch, bleibt bei der 88, aber hier auf der Rechtsverteidigerposition. Da geht es auf die 92, die hier auch noch am Start ist. Torwart noch bei der 91, der Spieler hier noch auf der 85. Und der Spieler, der wird sein Potenzial wahrscheinlich in dieser Saison erreichen. Ist zwar hochgegangen, aber nur um 1, also auf einen 82er Potenzial. Ja, mal gucken, wie das dann noch weitergeht. Hier sehen wir aber dafür einen 94er Potenzial. Bis auf diese drei Spieler haben jetzt alle einen 90er Plus Potenzial. Das ist eine sehr gute Sache und jetzt noch eine letzte Sache vor der Weltmeisterschaft. Wir sehen nämlich jetzt die ersten großen Wechsel, zum Beispiel der ZOM, hier einfach mal zum Champions League Sieger gewechselt. Und dann haben wir hier noch zwei Spieler, die in die Bundesliga gewechselt sind. Und direkt nochmal zwei Spieler, die in die Bundesliga gewechselt sind. Und jetzt gucken wir auf die letzte Weltmeisterschaft, bevor wir natürlich selber übernehmen. In 4 Jahren sollten wir genug Spieler haben, um hier eine richtig gute Mannschaft zu stellen. Ja, und die performt dann hoffentlich besser als diese deutsche Mannschaft. Die fliegt nämlich einfach in der Gruppenphase raus. Portugal gegen Dänemark hier im Finale. Gibt es die große Überraschung oder gibt es das Sü? Es gibt die große Überraschung. Dänemark holt sich hier einfach mal den WM-Titel. Jungs, ich will die nächste Überraschung hier direkt
16, holt euch den DFB-Pokal. Ich meine, talentiert seid ihr. Es kommen schon Angebote von ganz, ganz großen Clubs hier rein. 3 Stunden haben wir in der dritten Liga verbracht. Jetzt wollen wir nicht ganz so viel in der zweiten verbringen. Im DFB-Pokal, da wollen wir aber viel Zeit verbringen. Hoffentlich kommen wir auch gegen Paderborn weiter. Nein. Also die nächste Überraschung im DFB-Pokal gibt es nicht. Aber ich glaube, als Aufsteiger hier aufzusteigen, das wäre auch eine Überraschung. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, das Ganze werden wir jetzt im Saisonfinale herausfinden. Es sieht aber sehr gut aus. Vor allem, wenn wir jetzt das nächste Spiel gewinnen, das machen wir leider nicht. Dafür aber dann das nächste Spiel. Und jetzt wollen wir das letzte Spiel noch gewinnen, damit wir hier nicht in die Relegation müssen. Ach, ich habe schon wieder vergessen. Warum kann man da irgendwie keine Zeit eintragen? Ja, die Jungs haben nicht ganz so viel Energie. Wir haben aber jetzt einfach mal 85er Gesamtstärken hier in der zweiten Liga. Damit sollten wir hier gegen Magdeburg gewinnen. Und das machen wir auch mit einem 3:0. Und das Ganze bedeutet natürlich, dass wir hier aufsteigen. Ja, hatten da schon mal den besten Keeper der Liga. 58 Millionen am Marktwert. Also auch dank ihm bleiben wir jetzt nur ein Jahr hier in der zweiten Liga. Ja, wir sehen hier die Krise von Baumann. Der läuft momentan so ein bisschen hinter den Flügeln her. Aber auch die können hier nicht Top-Torjäger werden. Aber zumindest im Team der Saison sieht es hier ziemlich gut aus für uns. Ja, Torwart hier einfach mal 3 Vorlagen gemacht und die meisten Tore hat einfach mal Werner gemacht. Dafür aber keine einzige Vorlage und Baumann hat dann insgesamt doch noch die meisten Scorer gemacht. Auch wenn er nur der drittbeste Torschütze ist. Also gegen diese 4 Mannschaften werden wir mindestens 2-mal in der nächsten Saison spielen. Dortmund hier mit einem deutlichen Sieg im DFB-Pokalfinale. Europa League habt ihr vielleicht in den News schon gesehen, hat sich Arsenal geholt. Conference League zeige ich euch nur, wenn deutsche Mannschaften hier mit am Start sind. Liverpool verliert hier schon wieder das Champions League-Finale. Und wenn es auf unserem linken Flügel so weitergeht, dann haben wir da bald auch einen Spieler, der die gleiche Gesamtstärke wie Mbappé hat. Okay, und die Transfers muss ich euch noch zeigen, das ist so ein bisschen interessanter. Paris hat hier einige Spieler verkauft, unter anderem hier auch an Dortmund, die ihren Stürmer einfach mal zu Frankfurt verkauft haben. 112 Millionen. Ein Innenverteidiger wird dann auch der teuerste Transfer, also eine wilde Transferphase hier. Ich meine, wenn wir schon selbst keine Transfers machen, dann müssen wir hier irgendeinen Ausgleich haben. Und wir starten hier in die erste Liga rein mit 3 Potenzialen, die sich jetzt hier geupgradet haben. Einmal geht es hier hoch auf die 83 und hier auf die 92, also jeweils plus 1 und jetzt geht es hier nochmal plus 2, also hier auf die 97. Also das sieht schon mal richtig gut aus. Ja, anders als die Trikots, die sind nicht so erstligareif. Ja, ich habe es mal so ein bisschen versucht an die aktuellen hier anzupassen, aber das ist glaube ich so ein bisschen gefloppt. Aber gut, aktuell gibt es ja auch noch keine entscheidenden Spiele, wo wir unbedingt reingehen müssen. Ich hoffe, das ändert sich aber, zum Beispiel mit einem DFB-Pokalfinale. So, Torwart werden wir natürlich nicht an Bayern verkaufen, Vertrag wird verlängert, Entwicklungspläne werden natürlich auch noch angepasst und dann können wir auch direkt in die Saison reinstarten und ich bin hier aus Versehen in eine Verhandlung reingegangen. Aber vielleicht gar nicht so schlecht, denn Matti Baumann, dem muss ich sagen, der soll so ein bisschen egoistischer sein. Komm, du bist der Stürmer, du musst hier die meisten Tore machen, aber hör auf jeden Fall nicht mit den Vorlagen auf. Und jetzt noch eine letzte Sache, bevor wir in die Bundesliga reinstarten. Wir haben den ersten Spieler mit 100 Millionen an Marktwert und die anderen folgen hoffentlich schnell. So, neue Saison, wieder einmal vergessen, die Trainingspläne umzustellen. Aber es gibt hier auch eine gute Sache zu sehen. Im DFB-Pokal sind wir nämlich noch am Start. Und hier wollen wir natürlich direkt ins Viertelfinale. Dafür müssen wir Köln besiegen. Das sollte hier möglich sein mit den Gesamtstärken, die wir jetzt schon in der Startelf haben. Und das ist auch möglich. Unser 87er trifft in der 88. Minute. Und wenn wir so weitermachen, dann holen wir hier in der Liga auf keinen Fall 89 Punkte. So, aber jetzt hören wir auf mit den Zahlen. Jetzt gehen wir hier rein ins Viertelfinale gegen den FC Bayern. Und ich hoffe mal, dass die jetzt hier nicht unsere Endstation für die DFB-Pokalsaison sind. Aber es kommt genau so. Schade, ich hätte da gerne das Finale gesehen, wie die Spieler jetzt auch spielen. Aber vielleicht bekommen wir ein Finale hier in der Bundesliga. Ja, und um den Titel geht es hier leider nicht mehr, aber dafür um die Champions League oder allgemein internationale Wettbewerbe. Gladbach, Bayern und Leverkusen hier die letzten Gegner. Wir gucken direkt mal drauf. Erstes Spiel gewonnen, zweites Spiel verloren. Aber wir haben es ja trotzdem noch in der eigenen Hand. Ja, wenn Leverkusen jetzt hier auf dem 5. Platz unterwegs wäre, dann hätte es sich, glaube ich, gelohnt, hier auch reinzugehen. Interessante Mannschaft, auch bei Leverkusen hat sich hier viel getan. Aber ja, ich glaube, das Spiel, das sparen wir uns auf. Wir haben die ersten 90er Gesamtstärke am Start und hoffen jetzt, dass die auch in der nächsten Saison hier Champions League spielt. Ja, und da müssen wir erstmal gucken, was Wolfsburg macht. Ja, die haben zum Glück auch nur unentschieden gespielt. Da gab es aber noch ein anderes Team, wo ich nicht drauf geachtet habe. Und durch ein Tor in der Tordifferenz spielen wir in der nächsten Saison jetzt hier nur in der Europa League statt in der Champions League. Okay, das ist jetzt natürlich richtig bitter. Wir gucken uns mal an, ob Dortmund hier das Double geholt hat. Und ja, das haben sie sich geholt. Und bevor wir auf die Mannschaft gucken, gucken wir uns noch die anderen Titel an. Liverpool verliert schon wieder ein Finale. Einfach das dritte, diesmal in der Europa League. Ja, vielleicht müssen die es einfach mal mit der Conference League versuchen. Und City holt sich die Champions League. In dem Wettbewerb sind wir in der nächsten Saison aber leider hier nicht am Start. Und das, obwohl wir jetzt hier schon einige Nationalspieler haben. Aber gut, 81er Gesamtstärke, 83er Gesamtstärke. Bis auf den linken Flügel werden die da keine große Rolle spielen. Obwohl, Außenverteidigerposition ist ja sowieso nicht so gut. Aber das gucken wir uns gleich einfach an.
Wir sehen jetzt hier einfach mal plus 7 bei der Gesamtstärke. Ja, am Anfang habe ich es nicht gemacht, aber jetzt wollte ich es unbedingt mal machen. Einfach weil ich Angst hatte, dass wir vielleicht in der Liga nicht so gut unterwegs sind und dass das Potenzial dann irgendwie runtergeht oder so. Aber jetzt werde ich das hier wieder normal einstellen. Genauso wie bei dem anderen Flügel. Der hat diesmal nicht so gut performt. Dafür unser Stürmer aber wieder zurück. Die Ansprache hat sich also gelohnt. Wieder 20 Scorepunkte, aber deutlich mehr Tore als Vorlagen. Ja, für die Startelf hier in der Nationalmannschaft reicht es aber nicht. Dafür aber für die Außenverteidiger und auch für den Torwart. Ja, jetzt kann ich leider nicht mehr reingehen, aber im nächsten Turnier werde ich dann auch Flügel einsetzen. Und jetzt geht es natürlich noch schnell rein in die Saison. Natürlich mit den Potenzialen. 3 Upgrades gibt es da. Hier von der 85 auf die 87. Hier von einem 90er Potenzial auf ein 92er Potenzial. Und hier geht es von der 97 auf die 98. Und jetzt geht es hier hoffentlich von 0 auf 1. Und damit sind die Titel für Deutschland in diesem Video gemeint. Diesmal hier zum Glück nicht das Gruppenphasen aus. Ja. Dafür aber direkt das Aus in der ersten K.O.-Runde. Aber auch sehr gute Sache, damit wird der Trainer von Deutschland gefeuert und ich kann hier im nächsten Turnier übernehmen, das dann hoffentlich nicht Italien gewinnt. Das soll Deutschland gewinnen, dafür brauchen wir aber noch einige Gesamtstärken. Und damit es so schnell wie möglich geht, kümmere ich mich natürlich wieder darum. Ja, und jetzt sind wir in der Hälfte der Saison. Die Mannschaft sieht schon mal ein bisschen besser aus. Und auch in der Liga sieht es besser aus als in der letzten Saison, aktuell Platz 3. DFB-Pokal sind wir auch noch drin und da gucken wir mal, ob wir es hier ins Halbfinale schaffen. Und das Ganze wollen wir natürlich auch in Europa League. Ja, und hier im April, da sehen wir dann auch direkt DFB-Pokal plus Europa League. Hier im DFB-Pokal sind wir natürlich einen Schritt vom Finale entfernt. Augsburg, Mainz und die Hertha haben wir auf dem Weg geschlagen. Und jetzt wollen wir hier gegen Union Berlin unser erstes Finale klar machen. Wir haben direkt den zweiten Spieler mit der 90er Gesamtstärke. Der Torhüter hat es geschafft. Der linke Flügel auf der 94 und der rechte Flügel bringt uns hier ins Finale. Und ein Finale würde ich natürlich auch gerne hier in der Europa League sehen. Da könnte es nämlich auch noch zu einem deutschen Finale kommen. Wolfsburg und Bayern noch am Start. Aber wir müssen natürlich erstmal gucken, ob wir hier Crystal Palace raushauen. Ja, Hinspiel schon mal gewonnen und das Rückspiel auch. Ja, die anderen beiden deutschen Teams haben aber nicht gewonnen. Ein deutsches Finale gibt es damit nicht mehr. Aber gut, Hauptsache wir landen hier im Finale gegen Feyenoord in den Unentschieden und einen Sieg. Und ich hoffe, wir machen es jetzt besser als Leverkusen. Ich hoffe, Atalanta ist da nicht so extrem gut unterwegs. Die Bundesliga-Meisterschaft ist theoretisch auch noch möglich. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal gegen Freiburg gewinnen. Und Dortmund muss zusätzlich dann auch noch verlieren. Ja, wir gewinnen schon mal. Und Dortmund verliert hier ganz deutlich mit 3:0 gegen Leipzig. Und damit holen wir uns dann einfach die deutsche Meisterschaft. Und jetzt wollen wir hier das Triple holen. Davor gucken wir noch auf die Statistiken und da sehen wir einfach mal 41 Tore, 13 Vorlagen. Ja, seitdem ich da mit Baumann geredet habe, rastet er hier komplett aus. Was für eine Saison von ihm. 96er Abschluss. Also ich glaube, er ist schon mal bereit für die beiden Finals und er sowieso. 3 Spieler hier mit über 20 Toren. Also die Angriffsreihe vorne drin, die liefert ab. Und ich hoffe, die liefern hier auch im Finale ab. Und jetzt bekommen wir endlich unser Finale und das wollen wir uns dann auch live angucken. Die Europa League wollen wir natürlich hier gewinnen. Mal gucken, was das hier für ein Spiel wird. Ja, hoffentlich nicht so ein Spiel, wo Atalanta hier direkt ein Tor macht. So, aus dieser Perspektive werden wir uns das aber nicht angucken, sondern hier aus dieser Perspektive. Und um ein bisschen Zeit zu sparen, springen wir hier direkt in die zweite Hälfte. Da geht's rein mit einer Szene für Atalanta, die hier im Strafraum unterwegs sind. Aber Walter ist da, unser Verwalter hier im Kasten. Und jetzt Baumann auf der anderen Seite und der mit dem Treffer. Das 1:0 im Finale. Die Trikotnummern passen jetzt nicht ganz so. Aber egal, Hauptsache wir gewinnen mit den Trikots den Titel. Das verpasste Triple von Leverkusen, das wollen wir jetzt hier nachholen. Aber Atalanta hier wieder im Strafraum unterwegs. Ja, nur um dann einfach rauszulaufen. Aber natürlich gut für uns. Wir können natürlich nicht wechseln. Ich glaube, in ein, zwei Saisons hole ich dann auch die Ersatzspieler rüber. Aber jetzt müssen die Jungs das erstmal selber klären. Mit einem richtig guten Pass. Becker jetzt hier. Unser ZUM mit dem 2:0. Auf dem Weg hier zum zweiten Titel. Die deutschen Jugendspieler holen sich hier schon mal die Europa League. Ja, und gleich hoffentlich noch mehr. Wie zum Beispiel die Europameisterschaft, die Weltmeisterschaft und natürlich die Champions League. Jetzt holen wir uns hier schon mal das Double. Und jetzt wollen wir natürlich auch das Triple perfekt machen. Aber Leipzig hat natürlich eine gute Mannschaft. Das haben wir bei dem Ergebnis gegen Dortmund gesehen. Hoffentlich sind sie diesmal aber nicht ganz so gut. So, rein geht's in den DFB-Pokal. Und auch hier wollen wir natürlich gleich den Titel holen. Okay, direkt schon mal einen Foul, mit dem wir hier rein starten. So, Baumann, jetzt hier erste Aktion. Bleibt am Ball und direkt das nächste Foul. Bedeutet Freistoß, den Baumann hier auch selber ausführt. Wir gucken direkt mal drauf. Mit seinem starken linken Fuß geht der Ball fast rein. Das wäre natürlich hier ein richtig guter Start in die Partie gewesen. Und nach der Aktion geht es auch direkt in die Halbzeit, damit es jetzt hier schön kompakt bleibt. Ist ja kein Vorteil. Wir haben ja noch kein Tor geschossen. Das ändert sich auch in dieser Aktion nicht. So, jetzt Leipzig mit dem Angriff. Das sieht überhaupt nicht gut aus, aber Walter ist der Verwalter.
Ball da hinten drin und haut hier eine ganz wichtige Parade raus. Nächster Angriff hier der Leipziger. Oh, da ist der Pass, aber der Verteidiger ist da, der kommt aber doch noch irgendwie zurück zu Leipzig. Ja, und der Ball immer noch bei Leipzig. Jetzt kommt der Abschluss. Und jetzt geht's nach einer halben Stunde wieder in die Hälfte von Leipzig mit einem Abschluss auch direkt. Aber leider nicht mit dem Treffer, aber das macht hier beim Zuschauen einfach viel mehr Spaß, als selber zu spielen. Gucken wir auf Becker, unsere Nummer 10 jetzt über außen. Und ja, jetzt wird er hier nicht gefoult, aber es gibt einen Eckball, den unser Stürmer übernimmt. Der ist ja nur 1,79 groß. Ich weiß gar nicht, ob wir so richtig große Spieler haben. Jetzt haben wir den nächsten Abschluss. So, nächster Eckball kommt hier rein und ja, der ist nicht so gut. Und damit bekommt das Finale jetzt eine Verlängerung. So, Leipzig mit der ersten Aktion und zum Glück mit einem richtig schlechten Pass. Das wäre sonst ganz schlecht hier für uns gewesen. Stattdessen jetzt hier der Konter. Baumann über außen läuft jetzt hier in den Strafraum rein mit dem Abschluss. Aber Masraoui ist dazwischen. Und jetzt geht's hier weiter. Baumann wieder über außen und jetzt der schöne Hackenpass, der erstmal aber nicht ganz so viel bringt. Jetzt der Abschluss. Und der bringt leider auch nicht so viel. Und jetzt hoffentlich Leipzig mit einer Aktion, die nicht so viel bringt. Parise jetzt hier über die linke Seite mit der Flanke. Und das war nochmal eine ganz enge Sache. Aber zum Glück gehen wir in die zweite Hälfte der Verlängerung ohne Rückstand. Kommt schon, wir haben die Chance auf das Triple. Das ist ein sehr guter Pass. Jetzt Haas, von dem haben wir noch nicht ganz so viel in dieser Partie gesehen. Das ist der beste Spieler auf Hofmann. Aber auch nach dieser Aktion führt kein Team hier mit 1:0. 7 Minuten hier bis zum Elfmeterschießen. Wenn natürlich kein Team mehr trifft, was ich jetzt in diesem Angriff natürlich erstmal hoffe. Leipzig hier im Strafraum. Kommt schon, Leute, verteidigt das Ding. Ja, verteidigt wird das nicht, aber unser Keeper ist wieder da. Jetzt mal einen Eckball hier für Leipzig. Der kommt auch rein, aber ganz schwach. Kein Problem für unseren Keeper und der wird jetzt hier auch im Fokus stehen. Wir gehen ins Elfmeterschießen. Wird Zeit, dass der Ball hier mal ins Tor geht. Das sollte jetzt hier ein paar Mal passieren bei dem Elfmeterschießen. Also von den Werten her haben wir hier schon mal einen kleinen Nachteil. Baumann zum Start direkt mit einem verschossenen Elfmeter. Wir gucken auf João Pedro. Der macht ihn rein. Und jetzt gucken wir auf unsere Nummer 7, auf Haas, der trifft. Ganz wichtig, Tabsoba jetzt hier für Leipzig, auch er trifft. So, jetzt Hofmann, auch er trifft. So, jetzt muss aber natürlich irgendwann ein Leipziger verschießen. Baumgartner könnte hier den Anfang machen, macht er nicht. So, und jetzt dürfen wir vor allem nicht mehr verschießen. Werner, unser rechter Flügel, macht ihn rein. So, jetzt aber Williams verschießt. Nein, er verschießt nicht. Ja, und damit dürfen wir natürlich jetzt auch nicht mehr verschießen. Und jetzt der Haas auf der linken Verteidiger. Position. Der sorgt dafür, dass der andere Linksverteidiger hier den Elfmeter noch schießen muss und Walter hält ihn. Wir bleiben drin. Und jetzt Müller mit dem Elfmeter, der reingeht. Maximaler Druck jetzt für Leipzig. Ja, die Ansicht ist vielleicht nicht ganz so cool, aber ich hoffe, wir gewinnen das Ganze hier trotzdem. Nein, erstmal noch nicht. Jetzt Becker hier mit dem Elfmeter, der nächste, der reingeht. Und jetzt sehen wir hoffentlich den Elfmeter, der nicht reingeht. Komm schon, Leipzig, verschieß. Nein, es geht weiter. Mit Martin, unserem Rechtsverteidiger. Was war das für ein billig verschossener Elfmeter? Und der sorgt dafür, dass wir uns das Triple nicht holen. Und die Saison damit natürlich extrem bitter beendet wird. Ja, Leipzig hat dafür gesorgt, dass wir Meister werden. Die holen sich den DFB-Pokal dann aber selber. Ja, und wenn man natürlich das ganze Spiel hier mit dabei ist, dann tut das natürlich doppelt und dreifach so weh, als wenn man das jetzt hier einfach nur simuliert hätte. Antwerpen hier einfach mal im Halbfinale der Champions League, die sich am Ende Real Madrid holt. Ja, das bittere Saisonende bleibt aber. Ich will es aber mit einem guten Bild hier beenden. Ja, und jetzt der Blick wieder nach vorne, denn am Ende der Saison wird diese Mannschaft die Weltmeisterschaft spielen. Und da ist es natürlich gut, dass Potenziale nach oben gehen. Von einer 88 geht es hier auf die 90. Und jetzt haben wir hier zweimal von der 92 auf die 94. Und dann geht es hier auch noch von der 98 auf die 99. Und jetzt geht es mal ein bisschen anders in die Saison rein. Wir haben erstmal 3 Top-Duelle. Und da geht es auch direkt schon mal um 2 Titel. Wir können gleich Rache an Leipzig nehmen. Und davor können wir uns noch vorbereiten auf die Champions League. Da können wir hier gegen Real Madrid den ersten Eindruck sammeln. Ja, und der Eindruck, den wir hier sammeln, der ist überhaupt nicht gut. Schon wieder einen Elfmeterschießen, was wir verlieren. Und da sogar mit 4 Schützen, die alle verschießen. Ja, schlechter kann man das Elfmeterschießen nicht bestreiten. Das sah eben viel besser aus gegen eben Leipzig, was wir dann aber trotzdem noch verloren haben. Ich hoffe, es kommt aber nicht direkt die nächste Niederlage hier gegen die Leipziger hinzu. Und nein, zumindest dieses Duell können wir gewinnen. Und bei der Ballon d'Or-Vergabe haben wir hier den besten Spieler der Welt von der Gesamtstärke. Aber Ballon d'Or-Sieger wird er damit natürlich nicht. Wenn ein Vinicius
Vinicius die Champions League gewinnt. Bundesliga läuft gut, DFB-Pokal läuft auch gut. Da sind wir nämlich noch drin. Und das hoffentlich jetzt hier auch in der Champions League. Und ja, wir sehen das Achtelfinale gegen Liverpool. Keine Niederlage in der Gruppenphase. Das sieht also alles schon mal sehr gut aus. Und da jetzt einige Spieler ihr Potenzial schon erreicht haben, werde ich jetzt auch ein paar direkt verpflichten. Aber erstmal sind es hier nur 3 Spieler, dafür aber auch ein Spieler, der direkt in die Startelf kommt. Ja, bei Becker haben wir es jetzt lange genug versucht, der hat jetzt hier irgendwie keinen Potenzialboost bekommen. Also so, dass er in einer Saison mal ordentlich nach oben gegangen ist. Trotzdem natürlich ein guter Spieler geworden, aber ich glaube, mehr müssen wir da auch nicht sehen. Vor der WM müssen wir hier noch auf jede Gesamtstärke achten. Ja, und es gab noch ein anderes Team, was hier ziemlich auffällig war. Dortmund hier auch am Start gewesen mit 200 Millionen Transfers. Gucken wir natürlich nochmal ganz kurz auf die restlichen Transfers, auch bei Frankfurt Bewegung drin. Ja, und ich glaube, Dortmund, die werden wir in dieser Saison nochmal sehen. Vielleicht im DFB-Pokal, vielleicht ja auch in der Champions League. Wir springen rein in den April. Und da sehen wir zum Glück die Champions League, nachdem wir uns da gegen Liverpool durchgesetzt haben. 3:0 im Rückspiel. Leider sehen wir aber auch kein DFB-Pokal-Halbfinale. Gegen Freiburg das Elfmeterschießen verloren. Also so richtig viele Nerven haben diese Jungs nicht. Drittes Elfmeterschießen, was wir jetzt hier in einem Jahr verlieren. Ja, mit unserem Team können wir in der Champions League das Viertelfinale auch eigentlich nur verlieren. Gegen Brügge müssen wir jetzt hier weiterkommen und das sieht auch ziemlich gut aus nach dem Hinspiel. Rückspiel muss natürlich noch gespielt werden. Auch da sieht es klar aus. In unserer ersten Champions League Saison stehen wir also hier im Halbfinale und das natürlich gegen Real Madrid. Ja, wenn man die Frage stellt, ob man die vielleicht später noch trifft, dann passiert es meistens auch. Wir gucken auf das Hinspiel, was wir schon mal gewinnen können. Und damit stehen wir jetzt kurz davor, das Champions League Finale zu erreichen. Gab schon mal eine Mannschaft, die erst das Europa League Finale und dann im folgenden Jahr das Champions League Finale gewonnen hat. Bin, glaube ich, schon einen Schritt zu weit gegangen. Ich hoffe, die Mannschaft im Kopf noch nicht. Das Halbfinal-Rückspiel muss natürlich erst gespielt werden. Und auch hier gibt es wieder einen Sieg. Und damit spielen wir hier gleich das Finale gegen Juve im Jahr 2030. Und ich hoffe, ich kann jetzt noch Bundestrainer werden. Ja, ein bisschen Angst gehabt, dass ich zu weit simuliere, aber es klappt. Wir werden gleich auch live bei der WM mit dabei sein. Aber davor wollen wir uns vereinsmäßig natürlich den größten Titel holen. Ja, DFB-Pokal, den haben wir uns leider noch nicht geholt. Aber dafür holen wir uns zum zweiten Mal die Bundesliga-Meisterschaft. Ja, und ich würde sagen, der beste Spieler der Welt war da nicht ganz unbeteiligt. 37 Tore, 14 Vorlagen. Brauchen wir diesmal nicht mit so einer ganz krassen Saison. Aber das ist ganz egal, wenn wir hier natürlich den wichtigsten Titel holen. Und gegen Juventus Turin wollen wir natürlich wieder live mit dabei sein. Also vereinsmäßig könnten wir jetzt schon mit den deutschen Jugendspielern zum besten Verein der Welt werden. Aber wir wollen natürlich auch noch WM und EM gewinnen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Champions League Finale an, wo Juventus Turin hier wahrscheinlich die allererste Aktion haben wird, aber wird locker geklärt. Und jetzt sehen wir direkt die Nummer 7 auf die Nummer 9 und Baumann mit dem wichtigen Treffer. Er macht das 1:0 im Champions League Finale, nachdem er das in der Europa League ein Jahr zuvor gemacht hat. Aber Juventus Turin jetzt hier mit dem Angriff ist direkt im Strafraum, da kommt der Abschluss. Und jetzt Juventus Turin, das könnte hier gefährlich werden, wird es zum Glück nicht. Jetzt aber direkt die nächste Aktion. Juve jetzt hier im Strafraum. Und es gibt hier den Eckball und es gibt hier auch eine Auswechslung. Becker, der muss natürlich jetzt hier noch reinkommen. Und da kommt auch der Ball rein nach dem Eckball. Aber die Gegner kommen einfach an unserem Torwart Walter hier nicht vorbei. Die letzten Minuten laufen und vielleicht machen wir das Ganze in dieser Szene. Klar, der Abschluss kommt. Und jetzt gibt es hier nochmal den Eckball. Auch das führt nicht zur Entscheidung. Aber Juventus hat hier keine Zeit mehr und damit gewinnen wir die Champions League. Und das Ganze hier nur mit deutschen Jugendspielern. Baumann hat wieder den Unterschied gemacht. Und jetzt gucken wir mal, ob diese Mannschaft am Ende der Weltmeisterschaft auch einen Titel nach oben streckt. Und auch die anderen Wettbewerbe waren hier aus deutscher Sicht interessant. Vor allem die Europa League, da gab es ein deutsches Finale, was Leverkusen gewinnt. Und jetzt soll natürlich auch noch die deutsche Nationalmannschaft ein Finale erreichen. Kleiner Nachteil, dass ich hier so spät reingegangen bin. Ich kann jetzt hier keine Spieler mehr nominieren. Und das sorgt dafür, dass noch ein paar Spieler auf der Bank sind, die eben keine Jugendspieler sind. Aber die werden jetzt nicht den großen Unterschied machen. Würz und Musiala wären natürlich hier Verstärkungen fürs Team. Aber wir wollen die WM natürlich mit den Jugendspielern holen. Und jetzt starten wir rein ins Turnier gegen Kroatien. Direkt der beste Gruppengegner zum Start. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache ist. Und wir sehen, es ist überhaupt keine gute Sache, denn wir starten jetzt hier mit einer Niederlage rein. Also von den Gesamtstärken waren wir natürlich klarer Favorit, das bringt uns aber natürlich jetzt auch nichts mehr. Denn jetzt haben wir gegen die USA natürlich schon mal richtig Druck, aber die haben gegen Island nur 1:1 gespielt. Also das dürfen wir vor allem mit den Gesamtstärken diesmal natürlich nicht verlieren und ich hoffe, das machen wir auch nicht. Und nein, das machen wir zum Glück nicht. Jetzt sollte hier eigentlich nichts mehr schief gehen, aber man weiß nie. Wäre nicht das erste Turnier in diesem Video, wo Deutschland in der Gruppenphase rausfliegt, das passiert im Jahr 2030, aber zum Glück
nicht. Ja, wir ignorieren einfach mal, dass wir 3 Gegentore gegen Island kassiert haben. Freuen wir uns lieber über die 5, die wir geschossen haben. Und in der K.O.-Phase will ich es hier ganz genau machen. Da will ich, dass kein Spieler hier zum Einsatz kommt, der eben kein Jugendspieler ist. Deswegen sind diese Spieler mal kurzerhand zum Torwart geworden. Die werden also gleich nicht eingewechselt. Wir sind Zweiter in der Gruppe geworden und treffen jetzt hier auch auf einen zweiten Platz. Ja, irgendwie macht das nicht so viel Sinn. Auch, dass Portugal und Argentinien hier rausfliegen. Auch wenn wir im Jahr 2030 sind, die haben ganz viele gute Regions. Auch die Niederlande fliegt hier raus. Frankreich fliegt hier raus. Was ist das für ein Turnier? Belgien hier auch noch hinter Nordirland. Komplett verrückt hier. Und es wäre auch verrückt, wenn wir gegen diese Mannschaft rausfliegen. Auch wenn die natürlich ein paar richtig gute Spieler haben. Aber wir haben einfach mal 8 90er Gesamtstärken. Das sollte doch hoffentlich reichen für das Viertelfinale. Und es reicht. Haas trifft, es ist der linke Flügel, ja, es ist der linke Flügel, der uns jetzt hier ins Viertelfinale bringt. Und da kommt der nächste Gegner, mit dem man hier eigentlich nicht rechnet. Also ein verrücktes Turnier, Dänemark oder Ghana wird im Halbfinale stehen. Und ich hoffe, dass wir da auch stehen werden. Wir gehen wieder einmal als ganz klarer Favorit hier ins Turnier rein, beziehungsweise ins Spiel natürlich rein. Und der Rolle werden wir dann auch gerecht. Also die K.O.-Phase sieht eher wie eine Gruppenphase aus. Aber gut, wir sollten uns natürlich noch nicht zu früh freuen. Ich hoffe, Baumann wird hier noch zum Top-Torjäger. Dafür muss aber natürlich hier weiterkommen. Sehen wir nach dem Champions League Finale jetzt gleich auch das Weltmeisterschaftsfinale mit unseren Jugendspielern. Wir sehen es nach dem 4:2. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht, denn unseren Rechtsverteidiger werden wir da nicht einsetzen können. Und Baumann wird hier auch nicht mehr Top-Torjäger. Aber das Wichtigste ist, dass wir hier im Finale stehen. Diese Mannschaft steht also kurz vor dem perfekten Sommer. Aber ich nehme hier schon ein bisschen zu lange auf, um das Finale hier vernünftig zu kommentieren. Deswegen mache ich das morgen. Ihr seht es aber jetzt direkt. Und jetzt geht's hier rein ins Finale. Diese Mannschaft muss noch geschlagen werden, damit sich diese Mannschaft auch den größten Titel der Welt holen kann. Wir haben eine krasse Mannschaft. Ein 96er ist am Start. Er ist der beste Spieler der Welt und ich hoffe, das zeigt er hier auch in diesem Finale. Rein geht's hier ins Spiel. 90 Minuten davon entfernt, den perfekten Sommer zu haben. Champions League plus WM. Besser geht es nicht, aber Portugal hier mit dem ersten Angriff. Wird auch direkt weitergespielt. Irgendeiner muss das doch bitte verteidigen. Das ist nicht mal unsere schwache Seite. Der Rechtsverteidiger, der hat minus 10 da auf der Position. Das könnte vielleicht noch zum Problem werden. Ich hoffe es nicht. Wir gucken erstmal auf den ersten Angriff hier von Deutschland. Da ist direkt der beste Spieler der Welt, der erstmal nach hinten spielt auf den anderen Haas. Oh ja, aber gute Kombination. Das sieht hier sehr, sehr gut aus. Hofmann jetzt hier über links. Wird zurückgespielt. Okay, die spielen ja richtig schnell hier zusammen. Sommer, jetzt muss auch noch was draus werden aus der Situation. Wird es aber leider nicht. Aber die Gesamtstärken haben sich da, glaube ich, schon so ein bisschen angebahnt. Ja, Ball fast noch hier im Spielfeld, aber egal. Weiter geht's direkt mit dem nächsten Angriff von Deutschland. Hofmann jetzt hier wieder über links in die Mitte auf Baumann, der vielleicht mal aus der Distanz. Ja, er versucht es. Aber es geht weiter. Deutschland weiterhin jetzt hier am Strafraum. Baumann auf Müller. So, Müller auf Werner und Costa ist auch da. Und Portugal ist jetzt auch da mit einer gefährlichen Aktion. Ja, zum Glück kann er da nicht durchlaufen. Ist jetzt nicht der Allerschnellste. Ja, und verdribbelt sich da auch so ein bisschen. Sehr guter Ballgewinn. Und jetzt kommt hier der nächste Angriff. Sommer, komm schon, lauf durch. Sorg für den besten Sommer aller Zeiten. Er macht den Treffer. Es könnte der perfekte Sommer werden durch das Tor von Sommer. Der WM-Titel wäre wirklich der perfekte Abschluss für diese Karriere. Ich weiß, die EM haben wir jetzt nicht geholt. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir so früh bei der WM so weit kommen. Aber ich würde sagen, Deutschland gewinnt die EM dann einfach in echt, dann passt das. Aber gut, die WM ist noch nicht gewonnen. Es ist noch nicht mal die erste Halbzeit vorbei. Aber so wie die Jungs hier spielen, mache ich mir da nicht allzu große Sorgen. Jetzt wird mal ein bisschen außerhalb vom Strafraum gespielt. Müller aus der Distanz. Ja, das sieht schon mal gut aus hier nach 45 Minuten. Aber klar, mit einem 1:0, da muss man natürlich aufpassen. Da ist ganz egal, wie man spielt. Ein Konter und es ist direkt wieder alles auf den Kopf gestellt. Die Halbzeit, die erste Halbzeit ist vorbei. 45 Minuten sind wir entfernt vom nächsten Titel für Deutschland. Rein geht's hier in die zweite Hälfte. Baumann kommt hier mal über links. Der direkt mal auf Hofmann und jetzt auf Sommer. Der auf Müller, der wieder zurück und Sommer mit dem nächsten Schuss. So geht's hier rein in die zweite Halbzeit und jetzt eine schlechte Nachricht für uns. Leao kommt auf den Platz. Ja, wir haben leider keine guten Wechseloptionen, aber dafür die viel bessere Startelf, die hoffentlich auch noch fit genug ist jetzt hier für die letzten Minuten. Werner jetzt hier am Ball. Werner mit der guten Aktion. Aber der Ball kommt leider nicht durch. Und jetzt wird es hier gefährlich. Portugal 60. Minute, 61. Minute, wie auch immer. Ramos kriegt den Ball hier hoffentlich nicht durch. Oh nein, Ramos, Walter ist da.
Was macht Schmitz da bitte? Hallo, ich weiß, dass du da minus 10 auf der Position hast, aber was machst du? Spiel den Ball einfach ab. Ich habe Angst, wenn der da am Ball ist. Und Baumann, das sieht sehr, sehr gut aus. Komm, der Ball muss irgendwie da durchkommen. Na, kommt erstmal nicht durch, aber Hauptsache erstmal im Ballbesitz bleiben. Okay, Baumann, der bleibt die ganze Zeit im Ballbesitz. Der will den Ball hier gar nicht mehr abgeben. Jetzt wird es aber Zeit für Sommer. Okay, wir gehen in die letzten 20 Minuten, also hoffentlich. Ein zweites Tor wäre noch ganz gut, damit ich jetzt hier nicht so extrem viel mitfiebern muss. Und das so ein bisschen entspannter angehen kann. Oh, jetzt aber nochmal der Angriff von Portugal. Ramos am Start auf Neves. Der schließt hier ab aus der Distanz. Zum Glück geht der Ball aber nicht rein. Boah, das war aber schon eine knappe Nummer. 10 Minuten entfernt vom perfekten Sommer, vom perfekten Ende dieser coolen Jugendspielerkarriere. Das macht ja sowieso immer viel Spaß. Diesmal haben wir noch ein bisschen Gameplay mit reingebracht. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ich finde es gut, wenn Müller jetzt hier treffen würde. Oder hätte es gut gefunden. Aber gut, Hauptsache wir kriegen jetzt hier kein Gegentor mehr. Wie viel Nachspielzeit? 2 Minuten, das sollte es jetzt hier gewesen sein. Komm, wir schließen das Ganze nochmal mit einem Treffer ab. Oder laufen wir an die Eckfahne. Oder keins von beidem. Jetzt ist das Spiel vorbei. Die deutschen Jugendspieler erleben den perfekten Sommer. Ja, die perfekte Animation gibt es hier aber leider nicht. Ja, jetzt bekommen wir ein bisschen Animation. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch jetzt noch zu weiteren Jugendspielern Videos klicken. Zum Beispiel aus anderen FIFA-Teilen, wie wir das auch mit deutschen Jugendspielern gemacht haben. Und falls ihr Lust habt, selber die Karriere weiterzuspielen, dann werdet ihr Mitglied. Danke für jeden Support.